Herr Röhring, Sie sind Präsident des WLV. Ja. Wir sind hier auf der Messe in Halle-Münsterland. Welche Bedeutung hat so eine Messe in Zeiten des Internets eigentlich noch? Das ist eine sehr bedeutende Messe. Alle zwei Jahre hier in Münster, in einem der besten agrarischen Regionen Deutschlands und Europas, sage ich voller Stolz. Hier ist eine Leistungsschau der heimischen Land- und Ernährungswirtschaft zu sehen, die auch im Münsterland, was Arbeitsplätze anbelangt, eine enorme Bedeutung hat. Wir gehen davon aus, dass, oder wir wissen aus Studien, dass weit über 100.000 Arbeitsplätze in unserer Region an der Land- und Ernährungswirtschaft hängen. Welche Themen beschäftigen die Branche in diesem Jahr besonders? Das ganz neue Thema ist natürlich die Digitalisierung, die alle Lebensbereiche in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, in unserem Lande trifft. Das trifft natürlich auch die Landwirtschaft, wenn Sie sehen, wie modern heute unsere Maschinen ausgestattet sind. Aber es geht auch um die Frage der Nahrungsmittelherkunftssicherung. Also wir können über digitale Strukturen wesentlich besser dokumentieren, woher kommt das täglich Brot, unsere Nahrung, wo haben die Tiere gelebt, wie haben sie gelebt, durch verbesserte Informationssysteme. Hier werden Riesenmengen an Daten gesammelt und es ist jetzt die Kunst, aus diesen Datenpools das Beste zu ziehen für am Ende mehr Tierwohl, für bessere Informationen für den Verbraucher. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Die Messe ist noch gar nicht ganz eröffnet. Hatten Sie trotzdem schon Gelegenheit, sich ein bisschen umzuschauen? Haben Sie schon was Spannendes entdeckt? Ja, zum Beispiel, dass man mit Drohnen über Felder fliegt und sich den Kulturzustand der Pflanzen anschaut und danach noch eventuelle Behandlungsmaßnahmen abstimmt. Das ist eine Neuheit mit solch modernen Technologien. Aber ich bin gespannt auf weitere Erneuerungen in Sachen Futterfragen. Wie ernähren wir unsere Tiere in Zukunft? Auch hier erwarte ich ganz spannende Unternehmen, die das uns zeigen. Wenn Sie so neue technische Geräte sehen, wecken die in Ihnen manchmal noch so eine Faszination, den kleinen Jungen, oder geht es im Grunde einigermaßen sachlich um Produktivität? Und das ist natürlich auch ein Thema, Produktivität. Natürlich reizt das auch, weil ich bin technikbegeistert. Ich bin ganz froh, dass ich die modernen Schlepper überhaupt noch fahren kann. Das ist nämlich schon eine Herausforderung. Ein heutiger moderner Schlepper hat wesentlich mehr Technik als halt der modernste und teuerste Sportwagen, den Sie sich vorstellen können. Also kann sich das selber noch so ein bisschen begeistern? Ja, das reizt mich, damit auch noch fahren zu können. Es ist ja, die Maschinen fahren ja fast selbstständig über den Acker. Autonomes Fahren auf den Straßen ist ein Riesenthema in der Gesellschaft. Die Bauern haben so etwas schon. Alles klar, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß an den nächsten Tagen. Ja, danke.